Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem brandneuen FIFA 15 Team Review. Der erste zum FC Bayern München ist ja sehr gut bei euch angekommen, das hat mich gefreut. Und heute soll es um Manchester City gehen, ein sehr starkes Team im realen Fußball. Und heute wollen wir uns anschauen, was sie denn so in FIFA 15 auf dem Kasten haben. Wie immer fangen wir an im Tor, dort haben wir Joe Hart, der vielleicht im realen Fußball nicht der konstanteste Torhüter ist, aber in FIFA ist er ein richtig guter meiner Meinung nach. Ich sehe ihn unter den Top 5 aller Torhüter im Spiel und ich muss auch sagen, ich fand ihn schon in FIFA 14 sehr, sehr stark und es scheint mir, dass er in 15 noch stärker geworden ist. Vor allem seine Hechtsprünge und Paraden auf der Linie sind extrem stark und da hat er schon so einige Dinger für mich rausgefischt und dementsprechend sehe ich ihn als einer der starken Punkte in der Aufstellung von Manchester City. Weiter geht's in der Defensive, wo wir natürlich als ersten Innenverteidiger Vincent Kompany haben. Der kann defensiv einfach alles. Er ist groß, er ist stark, er gewinnt die Zweikämpfe mit seinen Tacklings und Grätschen und er kann dann auch die Pässe nach vorne spielen, wenn es drauf ankommt. Und dementsprechend fühlt es sich einfach sicher an, wenn man ihn hinten in der Viererkette hat. Als zweiten Innenverteidiger hatte ich bisher immer Richards gespielt und so hatte ich es auch noch im englischen Team Review empfohlen, aber der ist jetzt natürlich weggewechselt von Manchester City. Dafür ist jetzt Mangala da und dementsprechend würde ich euch den natürlich auch empfehlen zu spielen. Ich konnte den zwar noch nicht testen auf dem Event in Köln, aber seine Stats sehen durchaus vielversprechend aus. Er ist groß, er ist stark, er kann also die Zweikämpfe gewinnen, kann auch Kopfbälle gewinnen und dementsprechend denke ich, wird er mit Kompany eine gute Kombination abgeben in der Innenverteidigung. Auf den Außenverteidigerpositionen habt ihr dann mehrere verschiedene Möglichkeiten. Dort kommt es eher auf eure persönlichen Vorlieben an, weil sich Clichy, Kolarov, Sanja und auch Sabaleta alle sehr gut spielen lassen. Ich persönlich bevorzuge Kolarov auf der Linksverteidigerposition, einfach weil er sehr gefährliche Longshots hat, was manchmal nützlich sein kann. Und als Rechtsverteidiger spiele ich dann Sanja. Im defensiven Mittelfeld habt ihr dann mit Fernandinho und Yaya Touré zwei sehr gute Optionen. Yaya Touré, meiner Meinung nach, einer der besten zentralen Mittelfeldspieler im Spiel. Vor allem defensiv ist er extrem gut. Durch seine enorme Körpergröße und physische Stärke und das dann auch noch kombiniert mit den sehr, sehr guten Tackling-Werten, wird euch einfach extrem viele Bälle schon im Mittelfeld gewinnen und dann könnt ihr mit ihm gefährliche Konter starten, weil er auch sehr, sehr gute offensive Werte hat. Er ist relativ schnell, er hat gute Dribblings und Pässe und auch sehr gefährliche Longshots und kann auch Kopfbälle gewinnen. Also der Mann, der kann einfach alles. Fernandinho auf der anderen Seite ist nicht ganz so gut wie Yaya Touré, aber ebenfalls ein guter Allrounder, das heißt, er wird euch Bälle im Mittelfeld gewinnen und kann dann mit guten Pässen eure Offensive ins Spiel bringen. Ich persönlich mag es, ihn zu spielen, aber wenn ihr ihn nicht so mögt, dann nehmt einfach Fernando stattdessen im zentralen defensiven Mittelfeld, der ist ein bisschen mehr auf die Defensive orientiert. Weiter geht's im offensiven Mittelfeld. Dort könnt ihr Nasri und David Silva als eure Flügelläufer nutzen. Beide haben sowohl sehr gutes Dribbling und sehr gute Pässe, als auch gefährliche Schüsse und Flanken. Aber für Flügelspieler sind beide nicht so schnell. Und dort kommt natürlich Jesus Navas als Option ins Spiel, der sehr schnell ist und ich persönlich mag es, ihn zu spielen. Dementsprechend meine Empfehlung an euch, wenn ihr einen zentralen offensiven Mittelfeldspieler nutzen wollt, dann nehmt dafür David Silva und spielt mit Navas und Nasri auf dem Flügel. Wenn ihr nicht mit einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler spielen wollt, dann nehmt Silva und Nasri für die Flügel und behaltet euch Navas als Auswechselspieler für später bereit, um nochmal frischen Wind reinzubringen. Als letztes haben wir natürlich noch die Stürmer und da muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt, wie gut Dzeko in diesem Spiel ist. Durch seine enorme Größe und körperliche Stärke kann er den Ball sehr, sehr gut abschirmen und auch viele Kopfballduelle gewinnen, was ihn extrem gefährlich macht für die Defensive und auch im Abschluss ist er gut. Sein einziges Manko ist, dass er zu langsam ist für manche Situationen in Laufduellen, aber ich persönlich mag es, ihn zu spielen. Dazu habt ihr natürlich noch Aguero zur Verfügung und ich denke, den Jungen muss man auf jeden Fall spielen. Er ist einfach sehr schnell, hat ein extrem starkes Dribbling und ist eiskalt, wenn es um den Torabschluss geht. Einfach einer der besten Stürmer im Spiel und er kann aus jeder Situation gefährliche Sachen machen und dann auch die Tore schießen. Und dementsprechend denke ich, muss man ihn spielen und deswegen würde ich euch auch ein Zwei-Stürmer-System empfehlen. Wie bereits gesagt, bevorzuge ich Dzeko und Aguero. Aber ich denke auch Jovetic ist durchaus eine Option. Er ist halt ein sehr guter Allrounder, er ist nicht zu langsam für einen Stürmer, er hat eine sehr gute Physis auch, kann Kopfbälle gewinnen, ist nicht zu klein und hat aber auch dementsprechend ein gutes Passspiel und dribbeln kann er auch noch. Also ihn statt Dzeko ins Team zu nehmen, ist denke ich durchaus auch eine Option.
Abschließend wie immer die Zusammenfassung und während ihr euch die Vor- und Nachteile zu Manchester City durchlesen könnt, möchte ich sagen, dass ich wirklich gerne dieses Team spiele. Also ich finde, es spielt sich einfach sehr, sehr gut und ich denke auch, dass es sich um ein sehr starkes Team handelt. Also ich sehe sie nicht zu weit hinter Bayern und Real Madrid zurück zum Beispiel. Natürlich ist da ein gewisser Abstand da, aber ich muss sagen, dass einfach so die Chemie sich sehr gut anfühlt, wenn man Manchester City spielt. Das heißt, man kann gute Kombinationen spielen und dementsprechend gebe ich diesem Team ein Rating von 8 aus 10 Punkten. Das war es soweit für das heutige Team Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da, um unseren Channel und auch dieses Format zu unterstützen. Und ansonsten schaut euch weiter um auf unserem Kanal, um euch dort mehr FIFA 15 Content reinzuziehen. Das war's für heute. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem brandneuen FIFA 15 Tutorial. Diesmal soll es um Protect the Ball gehen, doch bevor wir damit tatsächlich